10 nach 7. Ey. Ich immer wieder 8 Stunden pennen. So, es ist wunderschön, aber sonnig. Aber windig. Gott. Ich bin eigentlich noch nicht richtig wach, bin gerade aufgestanden. Es weht schon wie Hulle und das wird den ganzen Tag mehr. Genau wie gestern wird das am Nachmittag am krassesten. Über 30 Knoten, es ist wirklich breezy angesagt. Sogar im Wetterbericht haben die gesagt, sekürieren Sie Ihre Sachen am Beach, sonst wehen die weg. Ey, oben quatscht die schon wieder seit einer Stunde und rennt hin und her. So, ich habe einen Flug um 11, ne, um 11. Um 10, um 11 und um 3:30, 4:30, 5:10. Also der Schedule ist total bescheuert mit dieser Pause dazwischen. Und halt, weil CIO um 3:30 ist, ist der andere Flug so spät. So scheinen meine Pflanzen alle überlebt zu haben. Die beiden, zumindest zwei von den Sonnenblumen sind wenigstens noch am Start. Das ist ja erfreulich. So, jetzt erstmal Kaffee-Wetter-Check. Aber ich weiß ja genau, wie es heute aussieht. Schön, super windig. Auf geht's. So ist das warm schon. Oh, relativ pünktlich weggekommen. Ich bin wieder 10 vor 9 da. Das passt perfekt. So. Boah, das ist schon so dermaßen windig. Mal gucken, ob ich heute Flüge absagen muss wegen dem Wind. Denn es geht ja um das Wohlbefinden der Passagiere. Also ich hoffe, mir kotzt nicht direkt jemand in den ersten ein, zwei Flügen in den Helikopter. Bisher hatte ich ja Glück, das ging alles immer schön in die Tüte. Aber das passiert ist ja nicht immer der Fall. Von daher hoffe ich, dass das weiter so bleibt, so schön. Sauber. Auf geht's. Ich weiß nicht, was hier losgeht, aber die 6 Fahrzeuge sind umzingelt von Polizeimotorrädern und es wird verhindert, dass sie links und rechts vorbeifahren. Was auch immer das soll. So genau pünktlich da, 10 vor 9. Bitcoin weiter auf dem Weg nach oben. Nice. Boah, ist ja eine Polizeipräsenz überall. Ich glaube, die Leute, die da umkreist waren von den Polizeimotorrädern, die wussten selber nicht, was los ist, denn die hatten alle ein Smartphone in der Hand und haben das gefilmt, was da abgeht. Naja, egal. Ich wurde kurzfristig noch auf den anderen Helikopter gesetzt, wie der QZ, wie gestern. Was okay ist. Ist mir egal. QZ und QG, die sind beide okay. Außer, dass da diese Videoaufnahme dauernd irgendwelche komischen Probleme macht. Naja. So, bringen wir einen Tag hinter uns und dann hoffen wir, dass wir morgen einen ganz, ganz kurzen Tag nur haben. So ein Flug draufgekommen. Ich fliege heute 6 Mal. Obwohl ich habe mehr oder weniger keine Pause. Na, morgen. Für die Nummer 2 nur ein Flug um 1. Das wäre natürlich ziemlich nice. Aber dabei bleibt es nicht. Ich meine, wenn sich das so kurzfristig heute geändert hat, ich bin mal gespannt, ob heute das Risk Assessment klappt. Denn gestern tat es das nicht. Um 9:55 war ich fertig und ready to go, ja. Jetzt haben wir 9:50 und wir warten immer noch auf Passagiere. Auch Koji-Gäste waren zu spät, der war auch fertig um 9:40. Der hebt jetzt ab, Passagiere für ihn werden gerade beladen. Meine kommen jetzt erst rein, das heißt, die brauchen jetzt erst noch das Safety Briefing. Ey, und bei meinem allerersten Flug bin ich schon weit hinten. Das heißt, die Lunchpause hier, die kann ich mal wieder schön knicken. Oh Mann, ey. 3/4 Stunde. Hat der Passagier ab da zu sein, vor Abflug. Jetzt haben wir Abflugtime. So, 2 Flüge vorbei. Koji ist 3-mal geflogen und fliegt jetzt QM nach Kauai. Mein 1 Uhr Flug ist weggefallen, das heißt, ich habe eine schöne lange Lunchpause. Esse hier gerade meine Nüsschen.
Drei Flüge kommen noch. Boah, bei dem Wind zu fliegen, ne? Das geht echt auf den Rücken. Man wird halt ständig, boah. Ich habe ein kleines Trinkgeld, nice. Koji verwöhnt mich hier richtig mit so japanischem Zeug. Das ist schon das dritte, was ich kriege, obwohl vier Stück kosten $3-4. Von so einem japanischen Laden, wo ich unbedingt mal hin, die sind super geil. Das sind wie die Balsenkekse, nur mit dieser ganz leichten Kokosnuss-Zucker-Glasur. Und die gibt es noch mit Schokolade und Vanille. Super lecker. Naja, auf jeden Fall hat der Koji heute extra Tag und wird für 8 Stunden bezahlt. Fliegt allerdings 4-mal. Ich meine, ist auch ein guter Deal für ihn. Und morgen komme ich trotzdem noch am Wesley vorbei. Wie sieht denn der morgige Tag aus? Ach ja, der 1 Uhr Flug ist weggefallen, weil die Leute, die waren zum Teil 50 Pfund schwerer, als sie angegeben haben. Und da wäre Max Fuel 151 oder so gewesen. Oder 251%, viel zu wenig. Okay, morgen ist auch noch ein Flug draufgekommen. Sieht so aus für die Nummer 2, dass da eventuell 2 oder 3 Flüge rumkommen. Aber bisher sieht es so aus, als müsste ich erst um 8 Uhr aufstehen. Das wäre natürlich ziemlich geil. Ich habe gestern dann Extraction 2 noch einzeln geguckt. Ich fand den Film geil, nur Action. Mein Bruder, der geil, der fand den voll scheiße. Zu viel Action, meinte er, zu wenig Handlung. Seit wann guckt man sich einen Film für die Handlung an? Kannst auch ein Buch lesen. So, jetzt habe ich immer noch eine Stunde Zeit für meinen nächsten Flug und kann so richtig geil entspannen. Naja, hier geht's noch nicht. So richtig entspannen kann man hier nicht, auf den Stühlen besonders. Okay. Boah, ist das windig und es wird noch windiger. Und die USS Nimitz, ja, dieser Flugzeugträger, der hier vor 4 Tagen erst angekommen ist, der ist gerade raus. Bei meinem letzten Flug fuhr der gerade aus dem Pearl Harbor raus. Und hier war auf meinem allerletzten Flug, da konnte man schon in der Distance sehen. Das war immer cool zu zeigen. Jetzt ist er weg. Ich dachte, der bleibt bis für 4th of July. Nee. Er fängt das gerade an zu schütten, Mann. Und die Tür vom Helikopter war noch offen. Das heißt, ich muss da hinlatschen und die Tür zu machen. Das will ich clashen lassen. So, die Passagiere, erfreulicherweise, sind pünktlich da, sehr pünktlich. Die fangen jetzt um 10 vor 2 mit dem Briefing an für den Flug um 2.25 Uhr. Das heißt, ich kann den schon um 2 Uhr starten. Danach CIO, lange Tour und dann nochmal eine kurze Tour. Ich hoffe, die Passagiere kommen alle pünktlich. Ja, hier zieht gerade richtig übles Regen rein. Immer wieder. Sind zwar nur kleine Patches, aber die haben es in sich. Mein Rücken. Und zwar jetzt nicht hier oben, sondern eher so im Mittelbereich. Darf ich nicht. So, ja, bringen wir die 3 Flüge hinter uns und dann gucken wir, was der Tag morgen so bringt. Ich hoffe, ich muss nicht allzu früh raus. Noch sieht's gut aus. Dass ich morgen einen schönen kurzen Tag habe. Aber wer weiß. Oh mein Gott, mein Rücken, ey. How is it possible? Ich habe normalerweise immer unten Rückenschmerzen oder oben in der Schulter, ja? Aber nie genau in der Mitte. Und genau da ist es. Und ich habe immer noch einen Flug. Einen kurzen. Ja, der Koji wollte eigentlich den letzten Flug übernehmen. Der hat einen extra Tag, ob der jetzt noch einmal mehr fliegt, einmal weniger, sonst was, der wird immer gleich bezahlt. Der meinte ja. Der würde es machen wollen. Aber nur, wenn er früh genug wieder da ist, und der ist er nicht. So, auf der anderen Seite ist das Wetter ziemlich miserabel gerade. Oh, ist vorbeigezogen. Ich konnte weder den Wasserfall zeigen, noch konnte ich onshore fliegen. Ich muss tatsächlich offshore bleiben. Na, sieht wieder gut aus. Aber Regenbögen gibt's. Nice. Boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich will mich einfach nur hinlegen und einen stupiden Film gucken. Aber Extraction 2 habe ich ja schon gesehen, aber ich glaube, ich habe noch ein paar andere stupide Filme.
Morgen zwei Flüge für mich. Er sieht gut aus. Um 11 und um 1. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und der Wesley fliegt 8 Mal. Ich dachte, das findet nicht statt, 8 Mal. Man soll das auf 7 belasten. Ich bin so müde. Es ist schon 10 vor 5. Oh, war das anstrengend, Mann. Aber überall geilste Regenbögen. So, 4,7 Stunden bin ich heute noch geflogen. Und es sieht doch aus, als hätte ich morgen nur 2 Flüge um 11 und um 1. Und der Wesley fliegt 8 Mal. Fängt mir das CEO an und hört mir das CEO auf. Backside of it ist, Sonntag habe ich den bescheidenen Tag. Ich hoffe, da kommen noch Flüge drauf. Denn zurzeit sieht es aus 7, 9, 10 und um 4:30. Das wäre ein neuer Rekord, Mann. 5,5 Stunden rumsitzen. Boah, Alter. Das wäre der größte Witz. Ich bin stundenmäßig gar nicht an den Wesley rangekommen. Jetzt musste ich mir die 1,8 Stunden von meinem einen Extratag killen. Rausnehmen. Ansonsten wäre der Wesley noch vor mir gewesen. Da habe ich aber keinen Bock drauf. Von daher muss ich das ändern. Das werde ich irgendwann nochmal ändern. Aber bisher nicht. Ah, ich muss ja noch einen Flug übernehmen vom Wesley, denn Piloten dürfen ja nur 8 Stunden am Tag fliegen. Und wenn der 8 Flüge hat mit 2 CIOs, dann wird das super knapp. Könnt ihr schaffen. Aber dann übernehme ich wahrscheinlich nur einen Flug. Dann habe ich morgen 3 Flüge. Naja, egal. Ja, ich habe mich gerade gewundert, wieso habe ich denn keinen Stau? Das ist doch Freitagnachmittag. Ja, es ist nicht Freitagnachmittag mehr, es ist Freitagabend. Wir haben 6:30. So. Deswegen haben wir natürlich keinen Stau mehr. Schon Abend. Jetzt bin ich um 6.39 Uhr zu Hause. Hä, wieso das? Ja, genau, super schnell eigentlich. Aber dann ist der Tag schon wieder vorbei. Aber morgen kann ich ja in Glück ausschlafen bis 8 Uhr. Wenn es dabei bleibt. Aber ich muss auf jeden Fall noch irgendeinen Flug übernehmen wahrscheinlich. Naja, egal. So, auf geht's nach Hus und dann muss ich mir überlegen, was ich zum Abendessen. Denn die einzige Alternative ist entweder Brot oder Kartoffeln. 6:50 zu Hause. Da war wieder was an meiner Tomate, das gibt's doch nicht. Die hat es zwar nicht ganz geschafft, es ist so schleimig hier angefressen. Das gibt's doch nicht, Mann. Hier ist irgendwie schleimig. Das kann ja nur eine Snail sein. Ich muss mal Bierfallen aufstellen. Geheuerlich. Oh, also seit 2 Tagen mache ich ja diese Pull-Up-Dinger, ja? An der Stange. Und ich komme ja nicht öfter hoch als 4 Mal, so. Und dann mache ich ein bisschen Hanging. Also es ist kein Training oder so, was ich da mache, sondern einfach nur mal zwischendurch. Ey, ich habe Muskelkater davon. Empathien. Da wusste ich gar nicht, dass man da Muskeln hat. Ich dachte, da wären nur Fett und Knochen. Ja, zumindest ist der Rückenschmerz auch zum Teil Muskelkater bedingt und nicht nur Verspannung. So, ja, ich muss morgen einen Flug übernehmen. Das wurde gerade schon vom Noah und von der Jamie verkündet. Das heißt, ich habe noch einen 2,25er Flug. Aber ich habe trotzdem erst. Ich habe einen um 11, um 1 und um 2. Und der Wesley fliegt 7 Mal, morgens von 10 vor 8 bis abends um 5, 6. Und das nur, weil ich an den Nummern ein bisschen manipuliert habe. Das werde ich wieder zurück manipulieren, morgen. Denn morgen ist es dann wieder irrelevant. Da habe ich auf jeden Fall immer eins, also übermorgen. Bis 8 Uhr pennen morgen, geil. Aber es wird morgen so elendig windig. Genau wie heute eigentlich. Heute ging es eigentlich auf der Ostseite. Also für mich zumindest, für die Passagiere nicht so wirklich. Da wurde doch vom letzten Flug nochmal so richtig geil abgekotzt. So, es ist dunkel geworden und ich habe jetzt mal eine Bierfalle aufgestellt. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das was anderes als ist als Schnecken. Und so habe ich hier einfach den Boden von einer Milchkaraffe hingestellt mit Bier.
Hier so ein kleines Tritt-Dingsbums. Ich fällt natürlich jetzt Gras und sowas weiter rein, aber es macht nichts. Das soll funktionieren. Die sollen da so angezogen werden von dem Bier. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das attracted die mehr als die Pflanzen. Ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir schon wieder 23:30. Film habe ich angefangen, aber der ist ziemlich doof. Wahrscheinlich gucke ich den trotzdem zu Ende, aber nicht heute. Video noch hochgeladen, alles vorbereitet für morgen, Dusche, bla und so weiter. Also alles, was ich immer so abends mache. Kaffee vorbereitet. Ja, jetzt gucke ich mir noch ein, zwei YouTube-Videos an, was denn hier auf dem Kryptomarkt so abgeht und politisch. Und dann geht es morgen in den zweiten super windigen Tag. Bisher nur drei Flüge, actually. 8 Uhr aufstehen ist natürlich ziemlich nice. Ja, und da muss ich natürlich Sonntag ran. Ziemlich fett. Außer ich cutte die einen Tage auch nochmal raus und packe mir die später wieder drauf. Aber ich kann da ruhig Sonntag fliegen, denn obwohl das ein kompletter Tag ist, von 10 vor 8 bis 5:30. Aber ich habe ja Montag auf Dienstag frei. Das heißt, übermorgen ist ja mein letzter Arbeitstag und es soll ein bisschen weniger windig werden. Und dann wäre ich mal wenigstens einmal die Nummer 1 diese Woche. War ich ja die ganze Woche nicht. Das heißt, da könnte dann eventuell noch ein bisschen Trinker zusammenkommen. Ein bisschen gab es heute, aber eigentlich nicht viel. Ja. Okay. Ab geht's ins Bett. Nice runtergekühlt.